Lala Laberdoch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre. Willkommen zur zweiten Episode meines kleinen Podcast-Experimentes. Und schon muss ich ein bisschen Errata machen. Ich habe in der ersten Episode einerseits gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, dass den Podcast irgendwer hört oder eben niemand hört, denn ich mache ihn halt für mich. Und dann habe ich gleichzeitig danach sofort gesagt, dass ich mich über ein Ping auf Twitter und so sehr freuen würde, was damit gemeint war. Ich werde wohl alle Episoden alleine aufzeichnen, wahrscheinlich sogar auch bevor die erste wirklich live geht. Und das erstmal ohne große Abhängigkeit an meine Hörerzahl binden, die es vermutlich gar nicht geben wird. Aber nur mal so. Aber dann ist natürlich dennoch so, wenn irgendwer diesen Podcast hört, würde ich mich natürlich über einen Ping auf Twitter unter @tobonaut, sprich wieder @tobonaut, sehr freuen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Folge, und zwar Online-Communities. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen lachhaft sein, aber mir hat es vor allem in meiner Jugend sehr geholfen, mit anderen Menschen außerhalb meiner Nachbarschaft in Kontakt zu kommen. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Damals war noch so Modem, 56K, ISDN. Eltern waren sauer, wenn man zu lange im Netz war. Wer kennt es noch? Also ging meine große Online-Community-Zeit los, als es DSL Lite mit 768 Kilobits in der Familie angeschafft worden ist. Und so ganz retro ging es damals auch mit IRC los. Der Bayerische Rundfunk hatte damals sogar einen, und da bin ich irgendwie so reingeschnuppert und ja, hab da dann in wenigen Chaträumen aber wirklich nette Menschen kennengelernt. Und damals gab es noch so diese CTs, sprich diese Chattertreffen. Und es war wirklich so eine von den ersten Malen, wo ich wildfremde Leute getroffen habe, gesprochen habe, die meinen Sprachfehler gemerkt haben, aber es denen vollkommen egal war, obwohl sie mich nicht wirklich kannten. Das war meine erste, oder mit einer meiner ersten wunderschönen Erfahrungen mit fremden Menschen. Das war toll. Meine Reise ging dann ein bisschen weiter auf andere IRC-Server, QuakeNet, Freenode und wie sie ja nicht alle hießen. Und da habe ich irgendwie auch langsam dann meine Leidenschaft und Spaß für die Softwareentwicklung und Open Source entdeckt. Und so ging es dann natürlich weiter, denn man muss hier an der Stelle erwähnen, IRC ist so der zentrale Hub, wenn es um Open Source Entwicklung geht, was vielleicht in der JavaScript-Szene oder sonst wo Slack ist, ist eigentlich noch für die traditionellen Open Source und Linux-spezifischen Themen eigentlich das IRC. Und wo wir gerade bei Open Source und Linux sind, das hat mich wiederum zu meiner allerersten Podcast-Bearbeitung hingetragen, und zwar bei Radio Tux, also dem etwas älteren Radio Tux. Wir reden hier von, was dürfte das sein? 2008, 2007, so eine Richtung, glaube ich, als es noch Radio Tux et Horaz und sowas gab, habe ich dann die monatliche Sendung, und zwar nicht gesprochen, aber produziert, sprich die ganzen einzelnen Beiträge von anderen Mitgliedern aus dem Team zusammengeholt, Musik ausgesucht und dann eben eine schöne monatliche Sendung, die was so eine halbe Stunde bis Stunde ging, zusammengefasst. Es war eine spannende Zeit. Aber wie gesagt, ich war nie am Mikro zu hören, sondern ich war der stille Arbeiter im Hintergrund. Was die Online-Communities anbelangt, habe ich dann auch interessenshalber mich mehr Richtung Apple entwickelt. Ich habe mein erstes iPod damals gekauft. Im Studium habe ich mein erstes kleines MacBook erhalten oder beziehungsweise hart erarbeitet und hart erkauft. Ich meine, wer kann sich noch an die Zeit erinnern, als Apple MacBooks noch 800 Euro gekostet haben? Das schöne, kleine, weiße MacBook mit 2 GB Arbeitsspeicher. Tja, und so ging meine Reise weiter über verschiedene kleine Communities hin, jetzt mittlerweile zu Dr. Windows, wo ich vor allem viel über Entwicklung schreibe. Ich habe da meine kleinen eigenen Beitragsreihen rund um Xamarin und das kommende Surface Duo. Genau. So, aber warum erzähle ich euch denn das eigentlich alles so? Ganz einfach. Weil ich glaube nämlich, ohne diese Communities an sich und ohne diese Community-Arbeit würde ich, glaube ich, heute nicht hier sitzen und mit euch sprechen. Denn ich glaube, eine große Vorform vom öffentlichen Reden ist das öffentliche Schreiben. Und das mache ich mit meinen Beiträgen. Und sich
daran so ein bisschen zu gewöhnen, dass bildfremde Menschen sich manchmal auch eine nicht so nette Meinung von einem selber machen, ist, glaube ich, schon ein bisschen Voraussetzung dafür. Deswegen kann ich allen Stotterern oder mit Sprachfehlern Menschen empfehlen, wenn ihr jetzt nicht so das große, nahe soziale Umfeld habt, was absolut kein Ding ist, schaut doch mal, ob ihr euch in Online-Communities etwas engagieren könnt, um somit erstens den Kontakt mit anderen Menschen zu suchen, zu finden, zu üben vor allem. Das hat mir sehr geholfen, einfach zu üben. Wie verhält man sich denn? Wie baut man ein Gespräch auf? Auch wenn das Gespräch erstmal nur geschrieben ist, aber wie macht man Smalltalk? Weil letztes Mal an die Nicht-Stotterer unter euch. Ja, wenn man nicht gewohnt ist, selber zu reden, dann muss man Smalltalk halten lernen. Und zwar so, damit es auch nicht gequält ist, weil das soll man sich natürlich nicht. Somit sind wir jetzt eigentlich heute schon wieder einmal durch. Das war das Thema Online-Communities. In dem nächsten Beitrag wird es wahrscheinlich um Technik, die mir hilft, gehen. Sprich, warum ich eigentlich recht froh bin, in diesem Zeitalter mit meinem Sprachfehler zu leben und nicht in der Vergangenheit. Und ich meine jetzt hier nicht irgendwelche medizinische OPs, sondern einfach die alltägliche Technik, die was uns umgibt, nutzen, um die Dinge zu erreichen, die ich eventuell ohne diese Technik nicht erreichen würde. Vor allem im Umgang mit anderen Menschen. So, jetzt aber genug des Plugs auf die nächste Sendung. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Habe die Ehre. Servus und Baba.